Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel, sehr geehrte, take your headset. If you not understand German, the headset please. English 2, Channel 2. Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte, liebe Baroness Elisabeth Beritsch, sehr geehrter Abi Raja, sehr geehrter Vertreter des Steuerungskreises der Internationalen Parlamentariervereinigung für Religionsfreiheit, sehr geehrter Herr Dr. Shahid, sehr geehrter Herr Sonderbotschafter Ness, sehr geehrter Herr Sonderbotschafter Saperstein, sehr geehrter lieber Jan Fiegel als Sonderbeauftragter der EU, sehr geehrter Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung und wichtiger Mitveranstalter, lieber Hans-Gerd Pöttering und lieber Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Johannes Singhammer, lieber Reinhold Lopatka aus Österreich, der mit uns zusammen immer wieder Vorstöße zum Thema Religionsfreiheit in Europa macht, Exzellenzen, Vertreter des diplomatischen Korps, meine Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie alle heute hier zur dritten internationalen Parlamentarierkonferenz zu Glaubens- und Gewissensfreiheit in Berlin begrüßen zu können, nach der Gründung in Oslo und nach unserer Veranstaltung letztes Jahr in New York, heute in Berlin. 100 Abgeordnete aus fast 60 Staaten, Angehörige aller großen Weltregionen sind heute da. Sie sind von weit her angereist, um sich zu beraten, auszutauschen und neue Initiativen zu beschließen. Mit sogenannten Interventionen fordern wir Regierungen auf, die Rechtsstandards, zu denen sie sich verpflichtet haben, einzuhalten. Und bei dieser Konferenz werden wir eine Reihe von sogenannten Petitionen auch beschließen und Interventionen. Und es hat zur Konsequenz, dass wir dann, nachdem diese Intervention geschrieben ist, auch diese Länder aufsuchen und dort mit Regierungen und Vertretern sprechen, um unsere Forderungen umzusetzen. Diese internationale Parlamentarierkonferenz fühlt sich ausschließlich verpflichtet, dem Artikel 18 der UNO-Charta, kein Mensch darf aufgrund seiner Religionszugehörigkeit bedrängt, diskriminiert oder gar verfolgt werden. Es ist uns völlig egal, welcher Partei, welcher Religion oder keiner Religion jemand angehört. Er muss sich nur diesem Artikel 18 verpflichten und das muss sein Anliegen sein. Und wir als Parlamentarier haben ganz andere Möglichkeiten als Regierungen, uns in den Ländern vor Ort einzusetzen, weil man uns nicht vorwerfen kann, wir würden uns qua Staat einmischen in die anderen Angelegenheiten anderer Länder. Wir mischen uns nur ein im Interesse der Menschen, dass sie ihren Glauben leben können. Hat dies alles einen Sinn? Es ist manchmal sehr schwer, aber dadurch, dass wir Öffentlichkeit herstellen, können wir schon unglaublich viel erreichen. Es ist in Demokratien leichter, wie in Indien beispielsweise, aber ich habe kaum einen Staatschef, auch eines autoritären Landes getroffen, der es gern gehört hat, wenn wir ihn als einen Staatschef eines Verfolgerlandes bezeichnet haben. Und insofern haben wir durchaus viele Möglichkeiten. Ich weiß, dass viele Staatschefs der freien Welt sich für das Anliegen einsetzen. Sie werden es mir nachsehen, wenn ich heute, da ich das am besten aus eigener Erkenntnis weiß, Angela Merkel für ihre Unterstützung herzlich danke. Nicht nur, dass sie mir ermöglicht, auf der ganzen Welt die Menschen und Regierungschefs zu sprechen, die ich sprechen will, sondern dass sie bei jeder Auslandsreise, wo es angebracht ist und notwendig erscheint, das Thema Religionsfreiheit in ihrem Gepäck hat und es auch ganz offen anspricht. Herzlichen Dank dafür. Und deswegen
liebe Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt und auch viele aus dem Deutschen Bundestag, aus unserer Fraktion. Deswegen ist es kein Höflichkeitsbesuch, dass Angela Merkel heute zu uns spricht, sondern es ist Teil ihrer wertegeleiteten Außenpolitik. Bevor ich nun der Bundeskanzlerin das Wort erteile, möchte ich noch die Moderatorin unseres heutigen Konferenztages vorstellen. Ich freue mich, dass Tanja Samrotzki, wo ist sie hier, ist Tanja Samrotzki, die Moderation übernommen hat. Sie hat uns schon die ganze Zeit begleitet und schon mit vielen gesprochen. Sie wird also nicht nur formal moderieren, sondern sich inhaltsreich mit dem Thema befassen. Herzlichen Dank. Und jetzt, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland das Wort. Lieber Volker Kauder, sehr geehrte Baroness Berich, sehr geehrter Herr Ratscher, Herr Botschafter Nass, lieber Hans-Gerd Pöttering, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Parlamenten, meine Damen und Herren. Bei drängenden politischen Fragen ist das eine, zu kritisieren, was zu kritisieren ist. Das andere ist es, konkrete Schritte zu unternehmen, um Entwicklungen auch wirklich in gewünschte Bahnen zu lenken. Ein solcher Schritt war es, ein internationales Parlamentariernetzwerk zu gründen, um die Glaubens- und Gewissensfreiheit weltweit zu stärken. Und binnen kürzester Zeit hat sich die Vereinigung als zentraler Akteur für dieses wesentliche Grundrecht etabliert. Oslo und dann die Konferenz im vergangenen Jahr in New York beeindruckten durch hochkarätige Beiträge. New York machte vor allem den festen Willen sichtbar, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Durch langfristige Strategien zum Schutz der Religionsfreiheit sowie durch ganz konkrete Hilfestellungen für Menschen, deren Religionsfreiheit beschnitten oder gefährdet ist. Und daran knüpft das heutige Treffen an und ich möchte allen danken, die das auf die Beine gestellt haben. Die Gewissens- und Religionsfreiheit ist ein Grundrecht, das in Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen verbrieft ist. Sie gilt gleichermaßen für alle, diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, und zwar unabhängig von Religionszugehörigkeit und Weltanschauung. Sie beinhaltet das Recht eines jeden Einzelnen, sich zu seiner Religion zu bekennen, sie auszuüben, die Religion zu wechseln oder sich keiner Religion anzuschließen. In dieser Form ist Religionsfreiheit auch im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte festgeschrieben und fast 170 Staaten haben diesen Pakt ratifiziert, natürlich auch Deutschland. Bei uns genießt in Deutschland Religionsfreiheit verfassungsrechtlichen Schutz. Zusammen mit den anderen Freiheitsrechten des Grundgesetzes gehört sie zum Kernbereich dessen, was unser Land ausmacht und was uns lieb und teuer ist. Ich meine unser freiheitliches Miteinander, das auf dem Respekt vor der menschlichen Würde beruht. Seit Inkrafttreten des Grundgesetzes hat sich unser Land in vielerlei Hinsicht gewandelt, auch gesellschaftlich. Deutschland ist in den vergangenen Jahrzehnten ethnisch, kulturell und weltanschaulich vielfältiger geworden. Dies wirft natürlich auch ein entsprechend stärkeres Licht auf das Thema Religionsfreiheit. Ein Thema, das ganz besonders große Beachtung seit dem vergangenen Jahr findet, als viele Flüchtlinge auf der Suche nach Sicherheit und Schutz nach Deutschland kamen. Interessant sind erste Studien, die sich mit dem Blick der Flüchtlinge auf unser Land beschäftigen. Auf die Frage, was sie hier besonders schätzen, antwortet eine überwältigende Mehrheit von ihnen Toleranz und Religionsfreiheit. Gleichwohl ist es notwendig, die umfassende Bedeutung dieser Werte auch zu vermitteln. Denn viele Flüchtlinge kommen aus Ländern mit eingeschränkter Religionsfreiheit. In ihrer Heimat ist verboten, was bei uns selbstverständlicher Alltag ist. In ihrer Heimat sind leider auch Antisemitismus und der Hass auf Israel allzu selbstverständlich.
dass die jüdischen Gemeinden hierzulande deshalb angesichts der vielen Flüchtlinge auch ihre Sorge artikulieren, ist nur zu verständlich und das müssen wir gemeinsam sehr ernst nehmen. Gleichzeitig müssen wir selbst uns stets auf Neue zu den hohen Stellenwert der Religionsfreiheit vor Augen führen, auch wenn uns manch religiös motiviertes Verhalten befremden mag. Zur Religionsfreiheit gehört, seinen Glauben öffentlich bekunden zu dürfen und das eigene Verhalten an religiösen Lehren und Traditionen auszurichten. Dies gilt zum Beispiel auch in Bezug auf Bekleidungsvorschriften. Und da zeigt sich die Schwierigkeit in der Diskussion über ein generelles Verbot der Verschleierung aus religiösen Gründen. Freiheitsrechte schützen auch die Freiheit, anders zu sein, als die Mehrheit es sich wünscht oder vorstellt. Ebenso wie die Meinungsfreiheit gilt die Religionsfreiheit auch dann, wenn es unterschiedliche Auffassungen zu religiös motivierten Verhaltensweisen gibt. Ich halte eine Vollverschleierung für ein großes Hindernis bei der Integration. Daraus mache ich keinen Hehl. Denn wenn das Gesicht im Verborgenen bleibt, sind die Möglichkeiten des Kennenlernens und des Einschätzens der Persönlichkeit stark eingeschränkt. Das behindert jede Kommunikation, die eben nicht allein aus Worten besteht. Einschränkungen der Religionsfreiheit können sich aber nur aus der Verfassung selbst ergeben. Also wenn die Grundrechte Dritter, Gemeinschaftswerte vom Verfassungsrang oder die staatliche Neutralität gegenüber den Religionen verletzt werden. Vor diesem Hintergrund setzen wir in der Frage eines Vollverschleierungsverbots darauf, präzise Handlungsvorgaben für die Bereiche zu machen, in denen eine Vollverschleierung nicht geboten ist, beispielsweise im öffentlichen Dienst oder vor Gericht. Diese Diskussion führt uns auch zu der Frage, was genau gehört zum Glauben, zur Religion? Religiöse Bildung ist unverzichtbar zur Selbstvergewisserung, ebenso wie für ein respektvolles Miteinander der Religionen. Aber die Trennung von Staat und Religion ist auch Ausdruck von Religionsfreiheit. Was aber der Staat kann und was er meines Erachtens auch sollte, das ist die Voraussetzung für eine gute religiöse Bildung zu schaffen. Wir brauchen einerseits theologische Fakultäten, Institute und Zentren an den Hochschulen. Pfarrer, Rabbiner, Imame oder Religionslehrer sind Multiplikatoren. Ihre Ausbildung entscheidet wesentlich über die Qualität ihrer religiösen Bildungsarbeit. Andererseits brauchen wir Raum für die Vermittlung von Glaubensinhalten. Ich befürworte den bekenntnisorientierten schulischen Religionsunterricht, wie ihn die meisten Bundesländer in Deutschland vorsehen, zunehmend auch für muslimische Kinder. Über Glaubensinhalte Bescheid zu wissen, hilft, mündige Entscheidungen für das eigene Leben zu treffen. Zudem fällt es leichter, sich selbstbewusst mit anderen Religionen auseinanderzusetzen, diese Religionen auch zu verstehen und respektieren zu lernen. Und ich bin fest davon überzeugt, je besser die religiöse Bildung, desto fundierter auch der Dialog zwischen den Glaubensgemeinschaften und desto größer das gegenseitige Verständnis. Wir leben in Gesellschaften der Vielfalt. Menschen unterschiedlicher Religionen und Weltanschauung leben Tür an Tür. Dass sie einander offen begegnen, miteinander auskommen und gemeinsam Verantwortung in ihrem Lebensumfeld übernehmen, das ist die Basis für unser friedliches Miteinander insgesamt. Gelebte Vielfalt ist die logische Konsequenz von Freiheit. Sie ist die Folge des guten Rechts, nach den Regeln einer Religion zu leben oder nicht, sich von einer Religionsgemeinschaft loszusagen oder von der einen zur anderen zu wechseln. Umgekehrt gilt, Vielfalt zurückzudrängen, das hätte gravierende Folgen für unsere freiheitlichen Prinzipien, die wir ja im Laufe der Geschichte erst mühsam erstritten haben. Ich kann nur davor warnen, mit vermeintlich einfachen Lösungen das Rad der Zeit zurückzudrehen. Aber ich kann sehr empfehlen, in Fragen der Glaubens- und Gewissensfreiheit aus der Geschichte zu lernen.
So lohnt sich zum Beispiel auch ein weiter Blick zurück auf den Augsburger Religionsfrieden von 1555. Er ermöglichte für die Territorien des damaligen Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation die freie Wahl der Konfession. Aber die Hoheit über diese Freiheit lag bei den Herrschenden. Die Fürsten konnten die Religion für ihr Gebiet festlegen. Andersgläubige erhielten lediglich das Recht, auszuwandern. Die Migration aus Glaubensgründen ist eine Geschichte voller Leid. Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, dass es viele Beispiele religiös Verfolgter gibt, die in ihrer neuen Heimat Großes leisteten, Kultur und Wirtschaft zum Beispiel bereicherten. Ich möchte an dieser Stelle an die Hugenotten erinnern, die im 17. Jahrhundert nach Deutschland flohen. Doch die Flucht erfolgte aus großer persönlicher Not heraus. Wer in der alten Heimat blieb, musste mit dem Schlimmsten rechnen. Viele, die nicht fliehen konnten oder wollten, verloren ihr Leben. Andere starben auf dem Weg zu einem Zufluchtsort. Familien wurden auseinandergerissen. All dies passierte nur aus einem Grund, aus mangelnder Religionsfreiheit. Und mit dieser Beschreibung der Vergangenheit verbinden sich leider Bilder der Gegenwart. Um Religionsfreiheit ist es auf der Welt heute immer noch teils sehr schlecht bestellt. In vielen Staaten sind Übergriffe auf religiöse Minderheiten, Diskriminierung und Verfolgung an der Tagesordnung. Und ich beobachte auch manchmal so eine Art Selbstzensur religiöser Minderheiten, um in einem Land nicht aufzufallen und nicht permanent im Konflikt zu leben, was mir immer besonders wehtut. Staatliche Repressionen sind das eine. Dazu kommt die Gewalt fundamentalistischer Terrororganisationen. Insbesondere die Terrormiliz IS brüstet sich mit barbarischen Akten, die sie gegen Menschen aller Religionen üben, übrigens gerade auch gegen Muslime richten. Das Erbe des Christentums im Nahen Osten droht, fanatischen Islamisten zum Opfer zu fallen. Viele Gläubige aus Syrien und dem Irak sahen sich in den vergangenen Jahren dazu gezwungen, aus Angst um ihr Leben ihre Heimat zu verlassen. Lieber Volker Kauder, ich weiß, wie sehr dir die Lage der Christen in der Region am Herzen liegt. Und ich möchte mich dafür bedanken, dass du uns immer wieder die Not der Christen, aber auch die anderer religiöser Minderheiten vor Augen führst. Du machst das in der Überzeugung, wo auch immer auf der Welt Religionsfreiheit mit Füßen getreten wird, geht dies uns alle etwas an. Denn Menschenrechte und die Menschenwürde sind unteilbar. Und an dieser Stelle danke ich auch dem Stephanuskreis der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, in dem sich nahezu 100 Kolleginnen und Kollegen einbringen. Sie thematisieren auf politischer Ebene das Schicksal derjenigen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt oder diskriminiert werden. Besonders im Blick sind verfolgte Christen, aber nicht allein. Es ist ein umfassendes Verständnis von Religionsfreiheit, das den Stephanuskreis leitet, wie auch sein Vorsitzender, Professor Heribert Hirte, betont. Und ich möchte ihn einmal zitieren. Der Respekt vor anderen Religionen, aber auch vor Atheisten, ist da fest mit eingeschlossen. Mit einem solchen Engagement sendet unsere Bundestagsfraktion das deutliche Signal, dass Religionsfreiheit hierzulande wie andernorts uns ein ernsthaftes Anliegen ist. Dass wir die Missstände wahrnehmen und nicht einfach hinnehmen. Dass wir hilfreiche Partner sein wollen für alle, die daran etwas ändern wollen. Im Juni dieses Jahres hat die Bundesregierung den ersten Bericht zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit vorgelegt. Er beschreibt exemplarisch, wie staatliche und nichtstaatliche Akteure dieses Grundrecht, dieses grundlegende Menschenrecht in verschiedenen Ländern missachten. Mal fehlt ein gleichberechtigter Zugang zu öffentlichen Ämtern, mal kommt es zu willkürlichen Einschränkungen beim Bau religiöser Einrichtungen. Oder es wird massiver Druck auf Menschen ausgeübt, die sich von der herrschenden Religion lossagen oder konvertieren wollen. Allzu oft zeigt sich ein fließender Übergang von verschiedensten Formen der Diskriminierung hin zu Gefahren für Leib und Leben. Bestandsaufnahme und Analyse, das ist das eine. Das andere ist unser praktisches Engagement für Religionsfreiheit, das fester Teil
unserer Außenpolitik und unserer Entwicklungszusammenarbeit ist. Dabei können wir auf eine gute Kooperation mit Regierungen anderer EU-Mitgliedstaaten zählen. Deutschland ist zum Beispiel in der EU-Ratsarbeitsgruppe Menschenrechte aktiv. Im Rat für Auswärtige Beziehungen haben wir an den Leitlinien der EU zur Förderung und zum Schutz der Religions- und Weltanschauungsfreiheit intensiv mitgewirkt. Diese wurden im Jahre 2013 verabschiedet und jetzt sind wir auch an ihrer Umsetzung beteiligt. Innerhalb der OSZE legt die Bundesregierung großen Wert auf den Menschenrechtsdialog, der den Einsatz für Religionsfreiheit einschließt. Wir fördern die Arbeit des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte. Wir entsenden Personal und finanzieren Projekte. Und auch im Rahmen der Vereinten Nationen engagieren wir uns kontinuierlich für Glaubens- und Gewissensfreiheit, gerade auch mit Blick auf die Rechte von Angehörigen religiöser Minderheiten. Die Bundesregierung nutzt dabei auch das universelle Staatenüberprüfungsverfahren im UN-Menschenrechtsrat, um im Bedarfsfall Defizite in einzelnen Staaten anzusprechen. Hinzu kommt der Dialog mit Sonderberichterstattern zur jeweiligen Ländersituation. Und natürlich, Volker Kauder hat darüber gesprochen, sprechen wir auch bilateral immer wieder die Religionsfreiheit als Teil der Menschenrechte an. Wir führen solche Dialoge zum Beispiel mit China, dem Iran oder Pakistan und anderen Ländern. Und wir haben in der Entwicklungszusammenarbeit in den vergangenen Jahren verstärkt den Blick auf die Religionen gerichtet. Und ich glaube, das aus guten Gründen. Die überwältigende Mehrheit derjenigen, die wir über Entwicklungsprojekte erreichen, bezeichnet sich als religiös oder sogar als sehr religiös. Die Gesundheitsversorgung, das Bildungssystem, soziale Dienstleistungen, all dies verantworten in den Partnerländern zum Großteil Religionsgemeinschaften bzw. ihre Hilfswerke und Organisationen. In Krisensituationen sind sie oft die einzigen, die Notleidenden zur Seite stehen. Daher ist es folgerichtig zu überlegen, wie wir Religionsgemeinschaften noch stärker in die Entwicklungszusammenarbeit einbeziehen können. Dazu hat das zuständige Bundesministerium bereits ein Strategiepapier vorgelegt. Klar ist, eine enge Kooperation kann es nur mit Partnern geben, die Religionsfreiheit eindeutig respektieren und daher zum Beispiel auch Menschen anderer Religionen Nothilfe zukommen lassen. Noch besser ist natürlich, wenn sich darüber hinaus als Mitstreiter im Einsatz für mehr Religionsfreiheit auch diese Organisationen erweisen. Wir haben in Deutschland eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit den christlichen Kirchen, wenn es darum geht, bessere Lebensperspektiven zu schaffen. Und sie verfügen über Kontakte in die ganze Welt. Ja, sie sind Botschafter des Christentums, aber sie sind eben auch Botschafter der Religionsfreiheit. Eines Rechts, das der unteilbaren Würde des Menschen entspringt, der nach christlichem Verständnis zur Freiheit berufen ist. Meine Damen und Herren, schon allein die Tatsache, dass Sie alle in so beeindruckender Vielfalt an dieser Konferenz teilnehmen, weist auch Sie alle als Botschafter der Religionsfreiheit aus. Und deshalb möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihr Kommen und für Ihren Einsatz danken. Und ich wünsche mir und ich hoffe es auch, dass dieses Treffen ein Ansporn ist und Sie daraus Gewinn ziehen für Ihr weiteres Engagement, für eine Sache, die das Innerste des Menschen berührt und dass das inzwischen ein so starkes Netzwerk ist. Das gibt natürlich auch Kraft, das gibt Mut, das gibt Zuversicht und deshalb sage ich einfach Danke. Zur Freiheit berufen. Ganz herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Good morning, ladies and gentlemen. What a statement, what a change, what a challenge, and what an amazingly diverse audience you are. I am Tanja. I have the privilege to be your moderator today. And thanks to our brilliant translators, I may continue in
German later on, which is, I swear, better for all of us. Frau Bundeskanzlerin, nach Ihrer Rede verstehen Sie sicherlich, dass es gar nicht anders geht, als das Programm etwas zu ändern. Wir starten also mit einer kleinen Änderung. Selbstverständlich wollen die Mitglieder des Steuerungskomitees des IPP-FORB, die hier zu Gast sind, die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, Ihnen persönlich zu danken und zu antworten. Wir müssen also noch kurz warten auf das Grußwort des Bundestagsvizepräsidenten Johannes Singhammer, aber es kommt ein bisschen später und ich darf Sie jetzt ganz herzlich bitten, unsere internationalen Gäste zu begrüßen. Bitte begrüßen Sie mit mir, please give a very warm welcome to the Baroness Elizabeth Berridge of the Vale of Cottmus and Abid Raja. They are from the United Kingdom and from Norway. Welcome. Chancellor Herr Kauder, distinguished guests from over 50 nations, many more of you do know where the Vale of Cottmus is than you realise. It's near a city called Leicester. My football team, who gloriously rose from obscurity to win the English Premiership for the very first time. Football, perhaps the only global language I could think of. How did they win? Good teamwork and leadership. Whether you are here today from an NGO, religious leadership, media, parliament, or government, we will not see less people persecuted for their religion or belief, nor actually the advancement of freedom of religion or belief, which brings prosperity, security, and social cohesion if we do not play as a team. Teams work together, recognizing they need each other. As a member of the European team, I need my Southeast Asian colleagues to understand the history and context in which they are seeking to advance freedom of religion or belief, to understand the effective things I can ask of my government. Those of us who are Christians need those of other faiths to help us understand other religious and political contexts, and vice versa. And all of us need the vibrancy of the newly formed Latin American team on freedom of religion or belief, whose advocacy to countries like North Korea or Iran can be more effective than the North Atlantic teams. Teams learn from mistakes other members make and remember their own mistakes. My freedom to pick up this iPad and read my Bible began with the actions of one priest, Martin Luther, here in the German lands, nearly half a millennia ago next year. But there followed turmoil, strife, and conflict. Freedoms like freedom of religion or belief are not easily won. Leicester knew there were no easy wins, and that applies for any of us looking at the global challenges for freedom of religion or belief. But European history shows us that things can change. Teams also give advice. When the IPP Forb steering group were having lunch here in Berlin last Saturday, my colleague and friend Senator Quintoa from Brazil casually said to me, "Why are we here?" Well, my first thought was, that's quite obvious, we're here to run a conference. But he was meaning actually the existential question, why are we here? And he replied, and it's lingered in my mind, to do good before we die. Freedom of religion or belief is a good thing, not to be afraid of or apologized for. We need teamwork, obviously, as the world is ever more connected, but freedom of religion or belief violations have always rippled around the world. People fled and needed refuge from religious persecution happening in my country, England, in the 16th and 17th century. They founded a so-called new nation. You might have heard of it, the United States of America. But the Native American population indirectly bore a deplorable price for the religious persecution in England. Today, people are again fleeing religious persecution and need refuge. Anyone with any experience of fostering or adopting children knows that much is demanded of the host family. And host nations in Europe and the Middle East are under strain. Please notice the word do in do good. We need to be actors finding solutions for people suffering, needing refuge. Chancellor, you are a lead actor. And whatever the future holds, Chancellor Merkel, you did good.
Following my British friend, I have to tell you my grandfather was in the British Army. My father was born in Jabalpur in India. He was 10 years at the year of partition in 1947 when he had to quit the Catholic school he went to and they moved to Pakistan. 20 years later, my father traveled here to Germany. He's lived here for almost a year. He decided to move on to Norway. I was born 40 years ago in Oslo to a strong, devoted Muslim family. In my student years, I represented the largest mosque in Oslo as their spokesman. Today, I am a member of the Liberal Party in Norway Parliament. I could have been Pakistani if my father decided to stay in Pakistan, or if he didn't move on from Germany, I would have been German. I am anyhow very grateful to be here on this stage. Norway, with its system of equality, has made this journey possible. Standing here as a representative of a mixture of cultures and religions, I feel I belong everywhere. I am deeply thankful for the extraordinary support Mr. Volker Kauder has shown to our common cause of freedom of religion or belief. Without the assistance of Mr. Kauder, CDU and CAS, we wouldn't have been here today. And it has enormous impact to all of us, 100 parliamentarians from over 60 countries who are gathered here. The Chancellor Merkel is here with us today, standing here next to us in our common struggle. Great leadership is not only rare in our days, but it's also an active choice many failed to take after coming to power. The global leadership Germany has demonstrated is an example for other world leaders to follow. Als wir uns vor einem Jahr in New York trafen, sagen Sie mir, Herr Kauder, wir wollen, dass die nachfolgenden Generationen auf die Politiker der Vergangenheit auf Deutschland stolz sein können. Sie sind auf dem rechten Weg dahin. Ihr Beitrag, den Sie bei der Flüchtlingskrise der Verantwortung in Europa und auch jetzt mit Ihrem Engagement bei der Arbeit für Religionsfreiheit, ich meine, Sie haben allen Grund dazu, sicher zu sein, dass Ihre Nachkommen auf Sie stolz sein werden. Aber dies ist erst der Anfang. Liebe Frau Angela Merkel und lieber guter Freund Volker Kauder, auch in den kommenden Jahren brauchen wir Ihre Hilfe und Unterstützung. In Forbes' history of only 2 years of existence, we met for the first time from 25 countries in Oslo, where we signed Oslo Charter on Freedom of Religion and Belief at the Nobel Peace Center. The support of Stefanus Alliance there was the crucial point. Later year, almost 100 MPs from 50 countries met in New York, again a partnership between many. Along the way, we have drafted and sent letters to governments of Sudan, Pakistan, Myanmar, Vietnam, Iran, and many others. Many parliamentarians have set up networks in their parliaments, like in Denmark, Canada, Brazil, Pakistan, Norway, etc. Along the way, we have met with the US State Department, the British Foreign Office. We have visited Myanmar government from five different continents. Parliamentarians from five different continents went together on a mission to Myanmar, and we have also received support from the White House and Obama administration. And now we are here. And this only in 2 years, and we didn't imagine this 2 years when we started up with only five MPs. With no office, with no hired staff, we have come so far in 2 years. And here I would like to thank our funding partners, CAS and our German hosts, US Commission on International Religious Freedom, universities in both UK and the US, diverse different NGOs, and of course the Norwegian government. And here I like to point out, my party is not in the Norwegian government, but still they are supporting this initiative because it's a good initiative. And I want to thank all of those who have supported us. And because of this support, we are able to take action, but your continued support is needed. As I started by saying, I am born in Oslo. When I look at the home country of my father, Pakistan, my heart weeps. Tragic abuses of human rights in everyday life. Asia Bibi sentenced to death for no reason. Minority and religious minister Shahbaz Clement Bhatti killed, as well as Salman Taseer, and the killer received global support for the act. Then I look at Norway and England, country where I studied, and the rest of Europe, including Germany, the growing extremism and radicalization at our own homes, and nationalist movements winning terrain. Globalization is good, but with diversity, we also face struggle. To work for freedom of religion and belief is therefore not just something we can do abroad.
It is in the highest regard our work to do also in our backyards in Europe. We have to create one Europe and integrate the newcomers in the values of freedom of expression, equality of gender, rights of sexual minorities, and religious freedom. We cannot and should not pretend the problem don't exist. Religion is so beautiful when practiced in peace, but it's also misused to give reason to mass murders and genocide. The injustice can only be defeated if we fight together, united, and are tireless in our effort abroad and at home ground. And we must keep in mind, the bad guys are winning, and we, the good guys, must ally ourselves and bring our A game. Wir müssen uns immer bewusst sein, die Bussen gewinnen und wir, die Guten, mussten uns verbunden und unser Allerbestes geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Abid, ich bin sicher, jede Nation wäre sehr, sehr stolz, Sie in ihrem Team zu wissen. Sei es im Fußball, das kann ich nicht so beurteilen, aber auf jeden Fall im Parlament. Und Baroness Berridge, Sie haben unseren Teamgeist beschworen, Sie haben unseren Sportsgeist beschworen. Und dank IPP-FORB ist es ja so, dass wir tatsächlich ein Team sind, auch wenn wir nicht die gleiche Nation haben. Es ist eine Freude, ein Team wie die IPP-FORB zu Gast zu haben. Und ich bin sicher, das sieht auch einer unserer offiziellen Gastgeber so. Ich habe ihn schon angekündigt, den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Dr. Johannes Singhammer. Er ist seit über 20 Jahren im Bundestag und ein wesentlicher Bestandteil seiner Arbeit ist es, sich für Religionsfreiheit und Glaubensfreiheit einzusetzen, etwa für Menschen wie die koptischen Christen in Ägypten, die er auf Reisen auch besucht hat. Wir freuen uns auf Ihr Grußwort, Herr Singhammer. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender, lieber Volker, Exzellenzen, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, aus so vielen Parlamenten, meine sehr geehrten Damen und Herren, aus vielen Staaten, aus unterschiedlichsten Kontinenten und mit ganz unterschiedlichen religiösen Überzeugungen sind wir hier alle heute hier in Berlin zusammengekommen mit einem Ziel, uns einzusetzen für die Religionsfreiheit, für die Glaubensfreiheit, für die Gewissensfreiheit. Ohne die Religions- und Gewissensfreiheit kann in unseren Ländern und weltweit kein Friede dauerhaft wachsen. Und deshalb gilt für alle, die sich heute hier versammelt haben, Sie sind Teilnehmer einer großen Friedensbewegung, einer großen Gemeinschaft, die Versöhnen und Gemeinsamkeit anstrebt. Wir sehen in diesen Tagen mit großer Sorge, dass gerade dieses besonders nötig ist. Uns erreichen Berichte aus vielen Ländern, dass Religions- und Glaubensfreiheit nicht gewahrt wird und insbesondere im Nahen Osten macht es uns besorgt, dass ein fürchterlicher Krieg dort nachhaltig Religionsfreiheit beschädigt, aber weit darüber hinaus auch die Menschen betrifft. Es gibt keine Unterschiede, welche Religion nun mehr oder wie auch immer verfolgt oder beeinträchtigt ist. Jedenfalls möchte ich davor ganz, ganz ernsthaft warnen. Wenn jemand wegen seiner Religionsüberzeugung, wegen seiner Gewissensfreiheit verfolgt wird, dann trifft es auch diejenigen, die andere religiöse Überzeugung haben. Es trifft letztendlich alle Menschen mit einer religiösen Überzeugung. Und deshalb ist eine Beeinträchtigung einer bestimmten Gruppe
auch immer die Beeinträchtigung aller anderen. Trotzdem macht mich, das darf ich hier sagen, ganz besondererweise besorgt, gerade auch die Situation im Nahen Osten, wo viele religiöse Gemeinschaften in besonderer Weise in Bedrängnis sind. Das sind gerade auch Christen. Vor dem Jahr 2011 lebten in Syrien über 1 Million Christen. Und seit dem Konflikt, seit der Konflikt ausgebrochen ist, sollen bis zu 700.000 von ihnen ihr Heimatland verlassen haben müssen. Aber nicht nur der Nahe Osten, sondern auch in vielen anderen Ländern gibt es Besorgnisse. Es gibt nicht nur Verfolgung, sondern es gibt Beeinträchtigungen. Eben die Freiheit ist nicht in vollem Umfang gewährleistet. Das ist auch schwierig, gerade auch im europäischen Nachbarbereich. Der Fortschrittsbericht der Europäischen Union, gerade auch gegenüber unserem Nachbarn der Türkei, gibt ebenfalls Grund zur Sorge. Die Europäische Kommission stellt hier wenig Fortschritte fest. Das Hilfswerk Open Doors, das regelmäßig auch weltweit Untersuchungen vornimmt, stellt fest, dass leider im vergangenen Jahr die Zahl derjenigen Übergriffe wegen religiöser Überzeugung, gerade auch gegenüber Christen, nicht geringer geworden ist, sondern eher zugenommen hat. Und dabei, und ebenfalls der Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit des UN-Menschenrechtsrats, Professor Bielefeld, formuliert, dass 2015 kein gutes Jahr für die Religionsfreiheit war. Mittlerweile wird in einer internationalen Diskussion auch hin und wieder der Begriff Völkermord damit in Zusammenhang gebracht. Papst Franziskus wählt mit Bedacht den Begriff Martyrium. Es sind Menschen unterschiedlichster religiöser Überzeugung, nicht nur Christen, die darunter leiden. Sei es in Nordkorea, sei es in Myanmar, wo insbesondere Muslime auch darunter leiden. Und immer wieder auch Menschen jüdischen Glaubens, die weltweit um ihre Religionsfreiheit kämpfen müssen. Was kann man tun? Wir sind hier zusammengekommen, dies nicht nur zu beklagen, sondern auch Strategien zu entwickeln, um miteinander und gemeinsam Religionsfreiheit voranzubringen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man in der Öffentlichkeit die Dinge beim Namen benennt. Denn diejenigen, die Religionsfreiheit nicht wollen, die Hintermänner, die Planer, die Unterdrücker der Religionsfreiheit, sie scheuen das Licht und lieben die Dunkelheit. Wir aber, wenn wir die Fakten benennen, dann bringen wir sie auch ans Licht und das ist wichtig. Dabei dürfen wir aber nicht stehen bleiben. Mir ist in Erinnerung vor wenigen Tagen ein Treffen, das ich mit Christen hatte aus dem Nahen Osten, die dort seit Jahren in schwierigsten Umständen leben müssen, weil eben auch Krieg herrscht. Und sie haben mir gesagt, genug ist genug. Wir können es einfach nicht mehr länger ertragen, dass wir gehasst werden, geschlagen werden um unseres Glaubens willen. Wir brauchen kein Mitleid der Weltöffentlichkeit, wir brauchen schlichtweg Hilfe. Und deshalb lohnt es sich, über diese Hilfe nachzudenken. Eine Hilfe darf aber nie sein, und das darf bei unseren Diskussionen nie eine Rolle spielen, dass es zu Gräben zwischen Religionsgemeinschaften führt. Das wäre ein völlig falscher Weg, sondern alle, die religiöse Überzeugungen haben, die verfolgt werden, sind eine Gemeinschaft der Unterdrückten. Was kann man tun?
Ich bin der Bundesregierung und dem Fraktionsvorsitzenden, dir lieber Volker, sehr, sehr dankbar. Denn es war maßgeblich deine Initiative und die der Bundeskanzlerin, dass der Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit erstmals in der kommenden Woche im Deutschen Bundestag diskutiert wird. Das ist etwas ganz Wichtiges, ein großer Schritt nach vorne. Dieser Bericht listet eben die Fakten auf und führt zu einer parlamentarischen Debatte, die wir notwendigerweise brauchen. Zweitens, ich denke, es ist wichtig, auch diejenigen, die religiöse Unterdrückung fördern, auch mit finanzieller Zuwendung, diese zu benennen und dieses auch öffentlich zu tun. Es ist in der Vergangenheit immer wieder möglich gewesen, auch Geldströme zur Unterstützung von terroristischen Vereinigungen zu unterbinden. Es muss auch möglich sein, Geldströme zu unterbinden, die die Religionsfreiheit bekämpfen wollen. Ich denke, es lohnt sich auch darüber nachzudenken, zwischen den Staaten, ein heikler Punkt, wie wir ein Prinzip der wechselweisen, der gegenseitigen Anerkennung der Religionsfreiheit verwirklichen können. In den meisten Ländern ist es möglich, in vielen Kirchen, Moscheen, Synagogen, Tempel zu errichten. Ich möchte aber jetzt nicht im Ungefähren stecken bleiben, sondern ich glaube schon, dass es uns ein Anlass sein sollte, beispielsweise auch mit einem sehr wichtigen Land weltweit, nämlich mit Saudi-Arabien, im Gespräch zu bleiben. Wenn die saudische Regierung ankündigt, dass sie beispielsweise in Deutschland eine große Zahl von Moscheen neu errichten möchte und wir auf der anderen Seite feststellen, dass es für Christen ausgesprochen schwierig ist, dort einen Gebetsraum zu finden oder gar eine Kirche, dann denke ich, sollten wir uns auf den Weg machen, diese wechselweise Anerkennung der Religionsfreiheit, auch den Bau von religiösen Gebäuden auch umzusetzen. Und ich denke, es macht Sinn. Jeder von uns hat die Möglichkeit, mit Regierungen, mit Parlamentariern aus anderen Ländern auch in Kontakt zu treten, diese Möglichkeiten zu nutzen, immer wieder das Thema der religiösen Freiheit, der Gewissensfreiheit anzusprechen, auch die jeweiligen religiösen Führer im Land, das man besucht, ganz gezielt auch aufzusuchen, mit ihnen das Gespräch zu führen und damit das Thema Religions- und Glaubensfreiheit auf die politische Agenda zu setzen. Und letztendlich bleibt natürlich auch jedem Land seine Hausaufgaben übrig zu tun. Da ist niemand davon ausgenommen. Und auch wir in Deutschland müssen uns um die Religionsfreiheit umfassend und immer bemühen. Eine Sorge, die mich ganz persönlich immer wieder auch dabei bewegt, ist, wir haben viele Flüchtlinge aus vielen Ländern, die zu uns kommen. Viele auch Flüchtlinge, die zu uns kommen, weil sie als Christen verfolgt worden sind. Und wenn dann Berichte uns ereilen, dass gerade diese Flüchtlinge wieder in einer gewissen Weise gemobbt werden oder Schlimmeres, dann ist es oft schwierig, die Sachverhalte genau festzustellen, aber schon jeder einzelne Fall wäre ein Fall zu viel. Und deshalb muss gelten, wer in Deutschland selbst Asyl möchte, selbst Asyl beantragt, der darf keine anderen Religionsgemeinschaften verfolgen. Sonst kann er hier nicht dauerhaft bleiben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Religionsfreiheit als Menschenrecht, als universales Menschenrecht dient dem Frieden, dient dem Zusammenleben, dient der Gemeinsamkeit und die brauchen wir weltweit dringend. Möge diese Tagung hier heute in Berlin
die Menschenwürde, die Religionsfreiheit stärken und fördern und damit auch einen Beitrag zum Frieden in unserer Welt führen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Singhammer. Meine Damen und Herren, es ist immer ganz besonders schön, wenn man als Moderatorin eine Premiere ankündigen darf. Und das darf ich. Wir kommen jetzt zu einer Premiere. Die norwegische Regierung, Sie wissen, sie ist einer unserer Gastgeber heute, hat mit Roland Less, einen sehr erfahrenen Diplomaten, zum Sondergesandten für Religions- und Glaubensfreiheit ernannt. Er ist frisch ernannt und heute ist sein allererster Auftritt hier in Berlin. Das freut uns sehr. Seit 1981 arbeitet Roland Ness in verschiedenen Funktionen für das norwegische Außenministerium. Er war Botschafter in zwei Ländern, die auf ganz verschiedene Weise religiöse Herausforderungen haben, Iran und Irland. Heute ist er hier bei uns. Wir freuen uns auf Ihre Premiere. Herzlich willkommen. Chairman Kauder, Vice President Singhammer, Baroness Berich and MP Raja, parliamentarians, ladies and gentlemen. On behalf of the Norwegian government, I would like to thank the Konrad Adenauer Stiftung for hosting this year's meeting of the international panel, which indeed has become an important arena for discussing freedom of religion or belief. The Norwegian government is proud to take part in the funding of these events, which has made it possible to bring together participants from almost every corner of the world. In an international context, the Norwegian Parliament put freedom of religion or belief on the agenda for the first time in 1972. However, it took another 39 years until Norway made the protection and promotion of the right to freedoms and religions of religious minorities a priority or a main priority in our foreign policy. That was in 2011, for obvious reasons. And the reason it took so long was obviously that one regarded freedom of religion or belief to be a highly sensitive political issue. However, today we know too much to ignore this challenge any longer. According to Pew Research, more than 75% of the world's population live in states where there are restrictions on the freedom of religion or belief. So it is indeed a global challenge. And we all know the consequences. Increased restrictions in this field often lead to social hostilities and rocking the very basic for a stable society. Ladies and gentlemen, it has been said over and again that a democracy and a well-functioning society can be defined by how minorities are treated, that they are respected and have rights and duties. Religious minorities are often put under tremendous pressure in times of great societal change and during conflicts and wars. We are deeply concerned at continuing acts of violence and intolerance against individuals based on religion or belief. The rise of religious extremism in various parts of the world is particularly worrying. This extremism can also affect well-functioning and multicultural states in a negative way. Some people get inspired by extremist ideology and actions. And we know too well that incidents of religious hatred, discrimination, intolerance, and violence may threaten the cohesion in our societies. Norway firmly believes that we have a common obligation to promote mutual understanding, tolerance, non-discrimination, and respect in all matters related
relating to freedom of religion or belief. States have a primary responsibility to promote and protect human rights. This also includes the rights of persons to exercise their religion or belief freely. National borders are not meant to separate ethnic groups or religious minorities apart. The world has felt the political and social consequences of the last 5 years or more in almost every country in the Middle East and North Africa. Unfortunately, we will probably witness more, not less, conflicts between religious groups, between religious majorities and minorities in the years to come. And within minutes, social media will bring hate speech out to millions, trigger violence, and put stability at danger. In 2011, the Human Rights Council of the United Nations made an important commitment of direct relevance for what we are discussing today. The Human Rights Council adopted a resolution on combating intolerance, discrimination, stigmatization, and violence, including incitement to violence against persons based on religion and belief. The resolution is indeed important in the fight for freedom of religion. It is important in the building of tolerance, and it marks a step forward in creating a safe global environment for practicing and expressing one's belief. The challenge is to implement the resolution. It's not enough to preach tolerance. Coming together here in Berlin these days represents an opportunity to find ways of tackling freedom of religion or belief within the framework of foreign policy, as well as in a domestic political reality. We have to work together to enhance implementation of existing legal regimes that protect individuals against discrimination and hate crimes. We have to work together to increase interfaith and intercultural efforts. And we have to work together and share best practices on how to expand human rights education. By doing that, we will take important steps in combating incidents of intolerance, discrimination, and violence against individuals on the basis of religion or belief. To us, the promotion of rights, of the rights of freedom of persons belonging to religious minorities is a matter of fencing off social unrest and violence in order to secure stability. And Norway will continue to use every opportunity possible to raise awareness in this field, in multilateral fora, be it the Council of Europe, the OSCE, or the United Nations. Ladies and gentlemen, in addressing the rights of religious minorities, we must take the principle of non-discrimination as our point of departure. Why? Because we know that persons belonging to a minority within a majority are particularly vulnerable to discrimination. Therefore, our policies should always underline the principle that human rights are for all. My message to lawmakers gathered here today is always to keep this simple principle in mind. Representing the Ministry of Foreign Affairs, it feels natural to keep focus on international politics. However, I should add that earlier this week, or last week, the Norwegian government commenced its work on a new white paper to the Parliament on freedom of religion or belief policy. I trust this will bring up a number of challenges and opportunities for multi-religious societies, and we will be happy to share any analysis and conclusions. I wish you the best of luck with this important debate in the German Parliament today, and I thank you very much. Thank you very much, Ronald Ness, for raising our awareness and for inspiring us. Ladies and gentlemen, I guess
all of us are curious about our next speaker, our first keynote speaker, and I'm particularly proud to introduce you our first keynote speaker. It's Dr. Ahmed Shahid. Ahmed Shahid wird uns jetzt einen praktischen Einblick geben, welche Rolle die Religionsfreiheit in der Arbeit der Vereinten Nationen spielt. Er war mal Außenminister der Malediven. In dieser Zeit hat er den demokratischen Übergang der Malediven eine entscheidende Rolle mitgestaltet. Heute lehrt Dr. Shahid an der University of Essex Menschenrechte. Für die Studenten ist das ganz wunderbar, weil es Wissen aus erster Hand ist. Ist doch Dr. Shahid Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Menschenrechte im Iran und designierter UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Glaubensvielfalt. Es ist eine große Freude, Sie hier zu haben. Schön, dass Sie da sind. Wir sind gespannt. Thank you for that kind introduction. The convener, Honorable Volker Kauder, Honorable Parliamentarians, Excellencies, Ladies and Gentlemen, it is an honor for me to be here today and to have the opportunity to say a few words at this very important gathering. I would therefore like to begin by thanking the organizers for inviting me to say a few words at this event. Allow me also to congratulate the conveners, the IPP FOB leadership and secretariat for this excellent initiative to defend FOB around the world. And I wish you every success in this noble and urgent endeavor. I was quite encouraged by the presence and the encouraging words of Chancellor Angela Merkel this morning. And I, as the incoming rapporteur for FOB, it is good to know that world leaders like her are behind this initiative very strongly. The title for the conference is indeed a very appropriate one. Of course, I wish it were not the case. But the reality is that both in theory and in practice, FOB is an embattled right. We've heard over the past 2 days, as you've heard, from the genocide, war crimes, and crimes against humanity that the Daesh are inflicting on minorities in areas under its control, to the decimation of Christian communities in Pakistan, to the persecution of Baha'i in Iran, the Rohingya situation in Myanmar, and of course, rising anti-Semitism, even in established democracies, point to actually a very, very dark future. But I also believe the darkest hour is also right before the dawn. History shows us that the resolve to do better becomes stronger in the midst of despair. Perhaps it's because I am the incoming rapporteur, I feel the optimism, but I think the most important thing is to retain hope and to work for it. As Baroness Berit said, the do in the doing good. You have asked me today to speak about FOB within the UDHR and the realities of the UN, an update on the UN's in the UN context on FOB. Within the UN system, as you heard yesterday, there is a clear pushback on the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights with regard to FOB. There have also been campaigns using religion to restrict religion, and FOB in particular, within the UN. But as you've heard from the previous speaker, some of these may have been abandoned for the moment and replaced by more positive initiatives. So I am keen to see what potential exists in how people have responded to the dire situation that FOB is facing today, to harness ways to strengthen the protections that international law and domestic practice can afford to FOB. The UN itself has risen from the ashes of the Second World War, as did the UDHR itself. However, I am under no illusion as to the scale of the challenge that is ahead of us, and also not complacent about the prospects for success. The critical situation that FOB today faces requires action at many levels, and has engaged a wide range of actors at the UN, from the Security Council, the Secretary General himself, and from the Human Rights Council, its mechanisms, to various UN specialized bodies and bodies which traditionally have been carrying out activities we perceive as development activities. To mobilize all of these bodies is not solely based on growing religious intolerance, but also on the recognition that religion can play a positive role in peace building, community engagement, and enhancing development.
But mobilizing religious values contribute to these goals only when there is respect for FOB. When that is the case, as history has shown time and time again, religion can prove to be a great champion of human rights. For it is the quest for religious freedom that has historically driven the search for fundamental rights and asserted the primacy of human dignity. Article 18 of UDHR states clearly that the core minimum of the right to freedom of religion is the right to freedom of thought, conscience, and religion, the right to change one's religion or belief, and the right to manifest one's religion either alone in community or with others, in private or public, through teaching, practice, worship, and observance. It is clear immediately that Article 18 requires the fulfillment of several other rights, such as those to association, assembly, and expression, to name just a few. Several other articles in the UDHR are linked to FOB, especially those on non-discrimination, equality, and the right to remedy. In addition to establishing FOB as the bedrock of the human rights framework, UDHR also sets a very high threshold for permissible limitations on these rights it articulates, which could in any case cannot be used to destroy the core minimum of the rights that are written in the Charter. This, as you know, in very brief, is the fundamental framework that FOB has in the UDHR. And of course, over the years has required elaboration, clarification, and has been done through two covenants and other treaties and a number of soft law standards, such as the 1981 Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief. Of course, the work of clarifying the contours of FOB, especially where FOB intersects with other rights, continues through the treaty bodies, especially the Human Rights Committee, and reports of UN special rapporteurs, including the one on FOB. The formulation of the UDHR has been more or less adopted by some regional mechanisms, especially the European Convention and the American Convention, but it has traveled less properly to some of the other regional declarations, such as those in Islamic contexts and the Asian contexts, where arguments based on cultural relativism or particularism have mediated or limited at least the explicit reference to right to change religion enshrined in those standards. Of course, therefore, the key pushback on the UDHR formulation is in regard to articles of the right to change one's religion. Of course, as you all know, it is inconceivable that there can be a right to FOB without the right to change one's religion. It is an integral part of that. Yet, surprisingly, there is no explicit reference to that in Article 18 of the Covenant, which was set up a few years after that. It speaks instead of the right to have or to adopt a religion rather than to change one's religion. And much later, even that is dropped in the formulation of the Declaration in 1981. Now, of course, I insist there can be no debate that the right to change one's religion is an integral part of FOB. And the Covenant, in fact, does so, states so, by having Article 18.2 say that it prohibits coercion to impair the freedom to have or a religion of anyone. Therefore, if you prohibit coercion in the right to have a religion, it goes without saying that you have a protected right to change your religion. Nevertheless, there are over 20 countries in the world that prohibit or penalize conversion from established religion to a minority one, and in some cases, it is a capital offense. Surprisingly again, no country, however, today objects to the annual resolution now in the UN for the past 3-4 years, which says specifically the right to FOB includes the right to change one religion. The question I therefore pose is, have they all accepted this new norm, which I hope they have, or more troublingly, are they agreeing to this because it is not a binding proclamation in the resolution? If that were the case, then there's a question is, can we pursue a binding treaty on FOB or some form of binding commitments with regard to FOB? I say this because since 1962, there's been on the table a proposal to have a binding treaty on FOB. Over the years, it has become abandoned, and the received wisdom is that one should not pursue it. Why? The argument is that there's so much pushback on the norms that were in the UDHR, especially on changing one's religion, that if we tried that today, we will not be able to even reclaim the normative framework established by the UDHR. Therefore, the metaphor appropriately used by the UK APPG report a few years ago, that FOB is an orphaned right,
in need of being reunited with its family. Now, the question I want to pose in my work over the next few years is whether or not we can actually do that, and I'm very keen to be able to do that. One interesting thought on this, idea on this, has been proposed by Professor Malcolm Evans. I presume you heard this from me yesterday. I've heard from him in several times. And that is, rather than try to open up a binding treaty like say, on CERD or children's rights, the focus should be on implementation, finding ways to bind states to implement what's already agreed in the framework. So the treaty we should be looking for is not a subject formulation, but some mechanisms that will commit states on a binding fashion to have mechanisms to domestically implement standards that are out there. Therefore, to advance implementation rather than to talk about the normative framework. Now, in this quest, parliamentarians have a vital role to play. The Geneva bubble can contest the norms, which they often do, but parliamentarians being on the ground can be the gatekeepers of the implementation. And they have a vital role to play in ensuring that what is agreed or even discussed in diplomatic circles become operationalized in practice. Now, of course, there are also signs coming from Geneva. Our experience shows, as the previous speaker referred to the 1618 resolution, that when there is a deadlock in Geneva, that we can find a way forward by pragmatic action-oriented activities, by focusing on action rather than on the philosophical arguments underpinning what's being done. And this brings me to the second point I want to talk to you about, the defamation of religions campaign that the UN had seen for some years ago. Professor Bielefeld described this as the single biggest political challenge to FOB in recent memory. And of course, this had gone on for a number of years in the UN, led by Pakistan primarily, and also other Muslim states. Initially presented as an initiative to protect believers or Muslim believers' faith, it was expanded to cover all religions and received some sympathy in the interest of protecting believers from hurt, derision, or disrespect. But it floundered when the claim extended to shielding religions from criticism or commentary. And then behind this were blasphemy laws which were devastating minority communities where this was being upheld. And of course, when a religion is shielded from criticism, it has a devastating impact on the right to free expression. So although in the initial years, the resolution passed with consensus language, from 2001 onwards, the debate became more contentious. And it met with gradually eroding support until, perhaps for the time being, as one might suspect, it got abandoned in 2011, and a new consensus was established under the framework 1618 resolution. Now this emerging clash, the previous clash between the OIC and the rest, primarily the Western states, was based on perhaps two competing visions or approaches or priorities with regard to FOB. The Western approach reflected a stress on the positive and liberal aspects to advancing FOB, focusing on the idea that you defend FOB by enabling people to enjoy their rights, as opposed to the OIC perspective that what was important was restricting rights, which is obviously counter to the human rights framework. Of course, those who were seeking restrictions would at times refer to another human right or human right article, that of opposing incitement to violence and hatred, Article 22 of the Covenant. What they fail, however, in this debate is recognize that Article 22 requires a very high threshold of imminent violence for it to be triggered, not whenever there is. There is statements one doesn't like being articulated by people. Of course, those who supported this resolution would also refer to Article 4 of the Convention Against Racial Discrimination, where a much lower threshold may be applied in the case of hatred based on race, which is, of course, different from hatred that may be targeted towards religious beliefs. But in the mounting theoretical and political challenges to the defamation initiative, Pakistan and others agreed, and I think I should say a compliment to the US diplomacy and UK diplomacy in trying to get a new framework set up. Pakistan, Egypt, OIC, and Turkey agreed that there should be a combining of
perspectives and a new approach taken towards the same goal, that of focusing not on religion, but on persons, protecting persons from discrimination or incitement to hatred. So the 1618 resolution, which is a very long title, goes as combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against persons based on religion or belief. So a shift from religion to persons was what was helpful and needed to make sure there was focus on the issues that were being raised. Now, again, the core of this resolution is not the normative framework, but the action plan that it carries, an 8-point action plan identifying what states should be doing to advance tolerance, to advance respect for fundamental freedoms. And they also set up a mechanism to follow up this process, the implementation, called the Istanbul process, now in its sixth year of running. And I think the record has, at best, been patchy, been mixed. Until the recent meeting in Singapore, I would have been happy to say it's not going anywhere. There was a hit of cherry-picking what states would do in terms of following up. There wasn't sufficient reporting on what states were doing. In actual fact, some still favored debates in Geneva rather than action on the ground. But the last meeting in Singapore, I think there was a sense that more could be done. There was a sense that countries may be more willing to report on action. There was a sense that you could do more on the ground. However, there are also still remaining concerns. And one of them, of course, is the transparency with which it has been pursued. It is surprising that even in a country like Singapore, with well-resourced society, what 1618 was hardly known to them. So I'm not surprised, I wouldn't be surprised if globally 1618, the framework it refers to, is not well understood. But for it to be implemented, there must be widespread understanding of what it entails, what it seeks to do. Therefore, countries and organizations can be pursuing that. So I think one of the biggest problems facing this resolution is being able to have it taken out to the field and implement on the ground. I think in this day and age, if something can't be reduced to a soundbite, you have a problem. So this resolution, right into three lines of a title, maybe one issue here. But the issue here, of course, is combating incitement to violence that is to be addressed through a range of measures, some focusing on capacity building and training of people to engage interfaith communication or intergroup communication. The other is strengthening legal framework to support free expression and to punish severe cases of incitement to hatred and violence. Now, this initiative is closely linked to another initiative, again designed to foster tolerance and collaboration amongst different groups and people of faith, called the Rabat Action Plan. Again, identifying a set of policies, legal frameworks, jurisprudence, and actions by local actors and the UN itself on what can be done to advance this framework. The legal frameworks have been strengthened to ensure that incitement is defined in the narrowest possible sense to give the widest ambit for free expression. Jurisprudence is lacking in this area, and therefore effort has to be made to understand that what is done meets international standards. The Rabat Action Plan proposes a six-part test on when and how a statement can be deemed to be breaching the legal limits. And that's based upon identifying the most severe types of statements being made, based upon who is speaking, when is it being spoken, what context, how frequently, with what intent, and most importantly, how imminent is the violence that could come from that incitement. So the focus here is on limiting or banning incitement to imminent violence, a very high threshold compared to what the old defamation was talking about. Essentially, any statement that could criticize, let alone ridicule, religions, especially Islam in this context. Now, the Rabat Action Plan, 1618, have been taken up by a wider set of UN bodies. This includes the Secretary General's Action Plan on Countering Violent Extremism, where he speaks about the need to promote intergroup communication. The UN Office on Genocide Prevention is also in a two-year process now, trying to develop an action plan, mostly for interfaith leaders, but also other local actors, including parliamentarians, to engage in responding to hate speech.
The idea here is that you counter hate speech by more speech or counter speech, not by restricting or banning what is being said. So the point I am trying to make here, if rather poorly, is that the Istanbul process has shown that when we are under stress, when the phobia has been pushed normatively, we can push back through various means to create a mechanism that will advance phob. So in a sense, the Defamation of Religions campaign has spawned a new initiative, a new framework that could have practical impact in advancing phob protection on the ground. Now let me very briefly speak about, go beyond the politics of phob and touch upon the UN mechanisms that are there to protect and respond to phob violations. Of course, in the absence of a subject treaty, the only mechanism specific on phob is the UN Rapporteur on phob, now in its 30th year. A series of thematic reports have also explored the various contours of this norm and developed a framework based upon which UN Rapporteurs can engage with countries like you do when there are violations of the right to phob. Every 4.5 days, my predecessor or current mandate holder, Dr. Bedford, writes a communication, possibly 2-3 pages long, identifying what has been violated, what is the information he has, how credible they are, and why that is wrong, and what the state must do to address the situation. Some are called long communications, others called urgent appeals requiring urgent action. Now, the practice today is to have these sent not just by a single rapporteur, but by a team of rapporteurs, because often phob's violation links up with other violations, whether it's free expression or right to culture or whatever. In my work on Iran, I have benefited from this group effort operating as a system, and I also manage the same level, well, not 4.5, but every 10 days I have to send out an allegation letter complaining about an issue and seeking redress. And although having served 6 years on Iran, I have nothing much to say about a great victory, I would say there are many small victories, including Pastor Yusuf Nader Khani's case, which some of you are familiar with, where I believe it was intervention by European MEPs and European delegations and other actors which actually forced Iran to take a step back, release him, and free him. He was facing death for apostasy. So the point I'm making is, in my experience as Iran mandate holder, when there is a petition made by UN rapporteurs, other actors, Iran takes notice, Iran cares, and maybe 9 out of 10 times, they take a step back and try to resolve the situation. So I encourage you in your new initiative and in doing this. And as I think Baroness Berit said earlier, or some of the speakers said, in my case, say in Iran's case, rather than say the Europeans petitioning Iran on some subject, when it comes from the global south, say the Latin American countries, it carries a lot more weight. It becomes far more difficult to dismiss saying just another European petition. So a global effort in advancing phob matters, because the framing matters. Framing is important, because when there is a phob intervention made by the UN, the first response by many countries which violate rights is to say, well, they would say so, wouldn't they? And try to sort of, you know, put a frame of either Western or Christian or some other frame they want it to be sort of, you know, beyond their frame of responding. But if we frame it as in the Golden Rule, for example, as the envoy for EU had been saying recently, it becomes far more difficult to say that we should treat somebody as different from how we treat ourselves. Or if we frame it as a global initiative, or if we frame it in some way that says everybody is covered in this initiative, it becomes far more difficult for them to push back. So the framing matters. Finally, I want to conclude by referring to what former Secretary General Kofi Annan spoke about, the need for the UN to move from the era of normative norm building to era of implementation. For 70 years, the UN has been quite usefully, productively building up a very comprehensive normative framework. Of course, we should be refining it and strengthening it more. But the greater need is to ensure that there is implementation of that. And this happens not in Geneva. This happens in national jurisdictions. And the gatekeepers of this are the parliamentarians. I'm not a parliamentarian, but I had the occasion to work with parliaments in the Maldives when I was a member of this assembly, asked to write a new constitution to bring democracy in the Maldives.
Now, those who know about the Maldives, beside apart from its beaches and diving spots, is a country which has absolute zero tolerance on religious freedom. And also, as a consequence, it victimizes not just those who are from another religion, also Muslims in the country themselves, people like me, for example. The biggest challenge we faced was how to tell MPs to find a space between what people might demand based on bigotry and hate, I suppose, to what they think was a principle that should be established. The gap between pandering to public demands which are based on not on reason, but on hate, to identifying the space to do what is right, the doing good that Baroness Berge again had mentioned this morning. And for a while, this was possible to do. But two things, and I will end here, two things pushed us back. One was the failure to build a working judiciary. The other was to maintain the independence of the parliament. Now, all of you are very proud, and rightly so, independent parliamentarians, and I'm very pleased to stand across people from 60 jurisdictions here working in parliament, and I think that it is the parliament that can make the difference. I'm very encouraged that there is hope that we can actually pull out of the dark pit that we are falling into at the present time. Thank you very much for listening to me, and thank you very much, Ahmed. It is the parliamentarians who make the difference, you said. Thank you for encouraging the gatekeepers of implementation. Sharing your insights definitely widened our horizon and you gave us lots of impulses. Wir werden diese Impulse und auch die der Vorredner nach der Pause vertiefen. Es wird dann dialogischer sein. Wir haben ja dann drei Gesprächsrunden und vorher noch ein kleines Duett. Darauf freue ich mich und jetzt freue ich mich aber auch über diese Pause, die Sie sich alle sehr verdient haben. Bitte genießen Sie die gute Gesellschaft und das sicherlich auch gute Essen. Wir sehen uns in einer Stunde wieder. Bis dahin. Danke.